Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ich habe keine Ahnung, was wir heute machen. Wir könnten vielleicht heute mal ein bisschen angeln, dass wir vielleicht neue Fische fangen oder so. Ja, ich habe gestern tatsächlich schon ein bisschen geangelt. Deswegen habe ich schon ein paar neue Fische gesehen, aber es gibt bestimmt noch mehr. Es ist Donnerstag, genau. Heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten, aber ich habe heute mein Horoskop gelesen und ich werde ganz viel Glück haben. Muss mal kurz hier Lautstärke für mich ändern. Du liebe Güte, das waren jetzt nicht wirklich Neuigkeiten, oder? So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Okay. So, wir gucken gleich mal eben bei Pamela vorbei, ob die jetzt langsam mal auszieht. Weil ich möchte die nicht mehr haben. Aber ich komme jetzt gar nicht mehr zu meinem Briefkasten, wenn ich die Brunnen so hinstelle. Oh, das habe ich nicht bedacht. Ach Mann. Mann, ich wollte die auch hier so stehen. Oder ich stelle den hier einfach später in die Mitte. Ach Mann, ey. Das ist blöd. Das ist leider blöd. Oh, Oskar schenkt mir was. Moritz, dein Haus ist jetzt schon wieder größer geworden. Womit fütterst du es denn? Du kannst es zum Beispiel mit meinem Geschenk füttern, wenn du magst. Hehehehe. Okay. In die Tasche, Akademie. Herzlichen Glückwunsch, dein Haus ist gewachsen. Zur Feier des Tages schenken wir dir ein Möbel. Okay. Lux Malen Programm, ich habe irgendwas bestellt, ich weiß nicht mehr was. Und Carlsen. Siehe nun, endlich ist mein Werk vollendet. Als Vorlage dient der Kolibri-Falter. Ich habe unermüdlich daran gearbeitet, ihn möglichst naturgetreu darzustellen. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich hoffe, es gefällt. Ja. Ja. Gucken wir mal nach. Also das hier stört mich jedoch. Leider. Leider. Ich hätte das echt cool gefunden, wenn die Brunnen hier so stehen würden. Ach man. Dann glaube ich nur einer. Aber der steht da nicht in der Mitte. Das ist mein Problem. Der wird nicht in der Mitte stehen. So, was ist so? Komme ich so? So würde ich drankommen. Dann müsste der auch hier stehen. Aber dafür ist der Platz doch viel zu klein. Ach man. Was haben wir denn bekommen? Ein Buchstütze. Okay. Achso, den können wir hier eben platzieren. So. Und danach schieben wir den eins weiter. Ach Gott. Alter Schwede, ist das nervig. Hier ist nicht genug Platz. Ja, ja. Ich weiß, Spiel. Nee, Ei will ich nicht platzieren. Hier, bitteschön. So. Dann lassen wir es erstmal so. Kann ich das nur einen nach vorne tun? Nee, kann ich nicht. Okay, was haben wir noch bekommen? Geschenk. Kolibri-Falter-Modell. Parkstanduhr. Stimmt, die habe ich bestellt. Und ein Lernschreibtisch. Mal gucken wir uns mal eben an. So. Dann platzieren wir hier mal den Lernschreibtisch. Oh. Der ist ganz hübsch. Kann man bestimmt bearbeiten, damit er auch anders aussieht. Parkstanduhr platziere ich draußen. Kolibri-Falter, zeig mal her. Oh, kann man den auch an die Wand machen? Wo ist er denn hier? Nee, kann man nicht an die Wand machen. Oh, schade. Das ist echt schade. Ich dachte vielleicht, den kann man an die Wand machen. So, Buchstütze, wie siehst du denn aus? Achso, sind einfach nur Bücher. Okay. Dann haben wir das auch, den Kolibri-Falter, ja. Komm, den stelle ich einfach hier hin, der stört er hier nicht. Bitteschön. Schade, dass man den nicht an die Wand machen kann. Aber man kann nicht alles haben. So, dann gucken wir mal eben bei den Nook-Meilen. Da habe ich nämlich anscheinend wieder was Neues. Hier. Traum vom Eigenheim. Okay, noch zweimal können wir das hier erweitern, das Haus. Dachgeschoss und Keller wahrscheinlich. Sonst, ach ja, stimmt, wir haben ja natürlich wieder gestern irgendwas gemacht. Gucken wir mal kurz rein. Ich habe... ab hier... ein Seepferdchen gefangen.
Ein Falterfisch, ein Anemonenfisch, einen Palettendoktorfisch. Ja, das war's. Die habe ich gestern noch gefangen. Die habe ich auch schon ins Museum schön gebracht. Wir laufen erstmal den Strand entlang. Da oben wurde ich von Bienen die ganze Zeit getötet. Sagt man getötet? Nee, die haben mich bezwungen, Leute. Die haben mich bezwungen. So, und diese Eier, diese Wassereier, die nerven mich ein bisschen, weil eigentlich will ich nur angeln. So. Hier kommt wieder ein Ei raus. Ich wusste es. Das ist ein Witz. Ach, Mann. Hier sind ja überhaupt keine Muscheln oder so. Was ist das denn? Hier müssen wir ein paar Muscheln legen. Neuer Tag, neues Glück. Eine. Super. Wo ist die Flaschenpost? Eigentlich will ich nur die Flaschenpost für ein nächstes Rezept. So, ich habe mir außerdem die Krone gemacht, wie man sieht. Und die sieht auch ganz in Ordnung aus. Habe ich euch die Rezepte gezeigt? Weiß ich nicht. Wir gehen mal eben nach unten hier. Ja, nee, geht gar nicht so schnell. Hier, die habe ich jetzt alles. Zaun, Krone, Outfit, 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 Tapete, Türkranz, Häschen, also Bett und Frisiertisch und ein Sitz, ein Hocker. Genau, die habe ich gestern gefunden, die Rezepte. Und er meinte ja, jeden Tag soll es neue Rezepte geben. Deswegen bin ich gespannt, was es heute geben wird. So, hier haben wir zwei neue Blumen bekommen. Die habe ich von Sam bekommen. Eben einmal gießen. Und euch will ich auch gießen. Ja, die auch. Finde ich, hier sind sehr, sehr schön geworden. Die Blumen. Die kommen aber noch woanders hin. Ah, dann möchte ich gerne blau und rot einmal gießen. Und gelb, gelb und gelb-blau. So, Rest ist mir relativ unwichtig. Obwohl die hier auch noch. Ja, gießt die schon. Ah, du bist Punk. Lass uns quatschen. Einen Vorteil haben meine Kontrollgänge. Ich kenne diese Insel jetzt wie meine Westentasche. Okay, kannst mal bitte weggehen? Ich weiß nicht, ob deine Gießerei zählt. Weil ich glaube nicht. Doch. Sie zählt. Kannst du die rote nicht auch noch gießen? Okay, dann mache ich das für dich. Dann mache ich das für dich. So, kein Problem. Kein Problem. Ich mach das. Gut, zwei. Zwei sind sehr gut. So, öffnen. Ja, Doris, danke. Überraschungspfirsich. Okay. Sehr interessant. Und dann haben wir hier noch ein neues. Ein Schrank. Oh. Ein Eierschrank. Sehr schön. Zeigt mal her hier. Oh, wieder nach oben. Das ist der Schrank und das ist ein Überraschungspfirsich. Okay. Ich weiß überhaupt nicht, was der macht. Der sorgt wahrscheinlich für Überraschung. Ich bin kein Pfirsich, sondern keine Ahnung was. Oh, der ist schön groß. Den will ich haben. Du bist doch kein Ei, oder? Das könntest du mir jetzt nicht antun, dass du ein Ei bist. Oh Mann, da hätte ich lieber ein Ei gehabt statt ein Seebarsch. Mann, ey. So, hier waren, glaube ich, noch irgendwas. Nee, da war nichts. Achso, ich wollte die Kokosnüsse abernten. Abernten. Da. Ich habe gestern noch ein Haus umplatziert. Oh, Libelle. Ich habe keinen Dingsi-Bums mit. Ja, das zeige ich euch gleich. Noch eben. Also, ich bin echt schlecht in diesen Blumenzüchten, ja? Also, gefühlt.
schaffe ich hier gar nichts. Habe ich sie so falsch platziert oder was? Mann, 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 Mann. So, hier bitte. Ich habe bestimmt hier nur... Ne, ich habe alle erreicht. Sehr gut. Obwohl die roten hier, die funktionieren, ja. Aber die anderen nicht. Mann, 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 Mann. So, ihr könnt euch auch mal hier ausbreiten, bitte. Bitte und danke. Bitte und danke. Ja, ich habe keinen Kescher. Ja, fang das mal, du Ente. Du Ente. Du lahme Ente. Oh, hier ist keine Futsch. Schade, schade. Oh, ich habe auch keinen Schaufel mehr. Ich habe ja gar nichts mehr an Werkzeug. Das ist ja hier was. Okay. Heißt, ich muss mir jetzt erstmal hier Werkzeug craften, oder was? Habe ich denn Äste dabei? Nee. Habe ich nicht. Aber ich könnte mal eben ein bisschen Holz hacken. Dann kann ich mir, glaube ich, eine Schaufel oder sowas machen. Irgendwie so. Mal gucken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, die Eier nehme ich natürlich auch gerne an. Und hier. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? 1,7. Okay. Wir können dann noch Sachen verkaufen. Hier irgendwo eine neue Blume. Da oben ist eine neue Blume. Da links auch. Okay. Das ist ja schon mal etwas. Hier ist natürlich wieder nichts passiert. Aber wem soll man es denn verübeln? Kirschenlautsprecher, okay. Guten Morgen, Schlepp und Nepp. Guck mal, ich habe Sachen zu verkaufen. Ich will was verkaufen. Ich möchte das alles hier verkaufen für euch. Für meine Lieblingsdinger hier. Packstand und nicht. Und das eine Unkraut, bitteschön. Okay, einverstanden. Aber dann möchte ich auch eure ganzen Sachen jetzt hier kaufen, ja? Auch wenn die wirklich nicht toll sind. Wenn die 1000 kostet, dann verstehe ich es nicht. Also 930 für eine Waage auszugeben, das ist schon Wucher. So, Notausgang. Obwohl, es ist auch schon Wucher, 500 Sternis für eine Kokosnuss auszugeben. Da habt ihr recht. Ihr habt mich überzeugt. Ein Blecheimer. Der sieht auch ganz schön cool aus. Aber den brauche ich eigentlich gar nicht. Und ein Telefon. Aha, 640. Wow. Und hier, Nappy. Ich will was verkaufen. Ich möchte die hier verkaufen. Ne, dich nicht. Hier, bitteschön. 1844, nicht mal 1000 bekomme ich dafür. Das ist ja schon eine Frechheit eigentlich. So, ich möchte auch noch ganz gern wissen, was der Rübenpreis eigentlich ist. 104. Interessant. Also über 110, sage ich mal, kamen wir noch nicht rüber. Interesse an dem, an den Artikeln im Regal, ja. Die ist ja echt schön. Schiffsdeck. Hört sich auch cool an. Aber ich glaube, ich kaufe mir die hier. Nehme ich. Nee, sonst gäbe es nichts. Dankeschön, Schleppi Neppi. Wir sehen uns dann morgen wieder. Oder nachher, wenn ich Dinge verkaufe. So, dann gehen wir noch zu Tina und Nina. Sina. Komme ich jetzt auf Nina? Weiß ich nicht. Ich bin schon wieder müde. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Hallo, Sina. Es freut mich ja sehr, dass du ein so treuer Kunde bist, aber ich habe noch eine Unmenge Arbeit zu erledigen. Vielen Dank für dein Verständnis. Ach, Mann.
Ja, ich möchte ganz gerne in die Umkleide. Cool. Cool. Oh, einen Rot, den kaufe ich mir, glaube ich, später. Oh, sieht echt gut aus. Oder so ein Hemd hier, so ein Hemdanzug. Weiß er noch nicht. Aber das Rote, das gefiel mir schon sehr gut. Ja. Auf jeden Fall. Hasenmütze sollte ich mir vielleicht auch kaufen, weil es sie wahrscheinlich nur in dieser Jahreszeit gibt. Brille? Nee. Nee, und Strümpfe. Bah. Bin kein Fan von Strümpfen. Oh, so Flipflops. Finde ich schon cool. Was ist das denn? Wasserschuhe? Nee, Sportsandalen. Die sind da hässlich. Die sind hässlich, die brauche ich nicht. Okay, muss ich später diesen geilen Smoking kaufen. Müsste ich mir jetzt eigentlich erstmal eine Gießkanne machen. Oder ich gehe die Bewohner mal eben ab. Hallo, ich bin Rüdiger. Heute habe ich etwas, jetzt kann ich Frühstück und gleichzeitig Sport machen. Weißt du, wann dieses, ja, der Häschentag ist? Ich weiß es, am 12. April. Da wird wieder ein ganz großer Glücksei-Nachscherei. Letztes Jahr habe ich 27 Stück geschafft. Okay, cool. Oh, mein Pummelinchen, hallo. Guten Tag, guten Morgen. Wie schön, dass du so früh am Tag schon bester Dinge bist, Träum. Lass uns plaudern. Ein weiterer wundervoller Tag. Das ist ein Ballon. Bitte kein Ei drin. Peng, peng. Was? Daneben? Peng. Und ich muss rüberspringen. Obwohl, es sieht schon fast aus, dass es hier. Ne? Peng. Ins Wasser fällt. Genau. So sah es auch aus, wenn ich ehrlich bin. Und hopp. Dann gucken wir mal, was hier drin. Bestimmt ein Ei. Ne, ein Boden. Ein Boden ist da drin. Ein Boden erstellt. Super. Super, super. So, da hätten wir noch einen Fisch. Und zack. Oh, das ging schnell. Das ist bestimmt wieder ein Ei. Ich wusste es. Ich wusste es. So, also eine Schaufel brauche ich. Hat sich hier was getan mit Blumen? Nee, ne? Schade. Genau, das Haus steht jetzt hier oben. Von Miss Susie. Das hier werde ich zwei nach vorne tun. Hierhin. Damit sie direkt am Weg ist. Dann kriegt der hier nämlich so einen schönen Hintergarten. Hab noch keine 10.000 Sterne, deswegen lasse ich das erstmal da drin. Und ich habe ja eh keine Schaufel gerade. Denn ich muss ja erstmal noch Blumen gießen. Hier hinten hat sich hier hinten was getan. Eine neue Blume. Eine neue Blume, wow. Oh, ich hab den Angler. Jo, ich bin's, Leum. Lummois. Schon bald Dienste, Biber und schneller Ort als sofort vor Ort. Was? Bei dir alles frisch vom Fisch? Soweit? What the fuck? Womit wir schon direkt beim Thema wären. Jetzt fällt es dir wie Schuppen von der Karoschen. Was? Der netzbekannte Angelguru ist zu Besuch. Nuk, 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 nuk. Keine Sorge, du musst nicht vor Ehrfurcht erstarren. Nein, du sollst dich freuen. Denn wenn du mir deinen Fang des Tages überlässt, sage ich für dich Sternis regnen. Und zwar Sternis wie Sand am Meer. Wenn du richtig gut angelst, ist vielleicht auch ein Selfie mit mir drin. Was sagst du? Du musst nur den Angelscheck bestehen. Dann kaufe ich deine Fische zu Höchstpreisen. Oh yeah, außerdem könnte ich die Sammelfische organisieren, falls du auf sowas abfährst. Angelscheck? Jo, Angelscheck, was am Haken oder nichts am Haken? Das hier ist die Frage, fischstichste. Das
läuft jeden Tag ein bisschen anders ab, wegen dem Sponsoring-Skandal. Damals aber, ich krieg immer Fisch. Also los, lass uns gleich mal die Challenge von heute checken. Heute hast du mehr Glück als eine Goldmakrele. Fang 5 Fische hintereinander. Die Größe ist völlig gappi. Sobald du den Angelcheck gescheckt hast, kaufe ich dir deine Fische teurer ab mit fangfrischen Sternis. Jo, bist du bereit für den Check oder hast du fettes Schuppensausen, du Kugelfisch? Alter, los geht's. Fisch fantastisch. Dann wollen wir mal einen Angelcheck starten. Okay, in einem Aufwasch, also Angelschnur stracks hintereinander. Ach, und sowas wie Krebse und Frösche zählt auch. Fisch oder nicht Fisch, da bin ich nicht kleinig. Ach ja, wenn dir zwischendrin einer vom Haken flutscht, ist Schluss mit Serie. Jetzt los, 5 hintereinander. Okay, ich hoffe, meine Angel, die hält nur so lange aus. Das Problem sind, glaube ich, ist nicht die Angel, sondern der Umstand, dass die Angel kaputt gehen kann. Ich meinte, dass die Eier rausspringen. Aber erst machen wir uns jetzt eine Gießkanne und noch eine Schaufel. Oder haben wir noch eine zufällig im Inventar? So, gucken wir mal. Ne, Angel sehe ich jetzt nicht. Was brauchen wir dann für eine Gießkanne? Wahrscheinlich eh Eisen. Eisen und irgendwas von Holz. Deswegen nehmen wir mal eben alles hier ins Inventar. Dann können wir es auch direkt craften. Etwas herstellen. Ich möchte mal eben kurz den Boden mir anschauen. Was ist denn der Boden? Ich dachte, wir hätten Boden. Oder ist er noch ganz oben? Das kann auch sein. Ja, da ist er. Da bräuchten wir noch Laubglückseier. Okay. Die gab es gestern, glaube ich, nicht. Gab es die gestern? Ah, doch, gab es. Gab es, glaube ich. Wir brauchen erstmal eine Schaufel. Da, weitermachen. Und eine Angel. Achso, ne, erstmal eine gute Schaufel. Weitermachen. Jetzt kommt die Angel. Und eine bessere Angel. So, dann probieren wir gleich mal diesen Fischer-Check da zu bestehen. Kescher mache ich mir auch mal lieber. Ich glaube, ich habe nämlich keinen mehr. Da, 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 da. Weitermachen. Eine Gießkanne. Ich mache mir, glaube ich, auch nochmal eine Schleuder. Weil zu diesen Tagen hier sind sehr, sehr viele Ballons unterwegs. Wirklich viele. Und ich muss dann auch mal gucken, ob man irgendwo eine Liste hat, welche Rezepte es vom Häschentag gibt. Weil es gibt ja eine Belohnung, wenn man alle hat. Deswegen muss ich da auch mal nachgucken. Fertig. Genug fürs Erste. Das war keine Wackelgießkanne. Ne, war es nicht. Gut. Gut, gut. Oh. Hab schon wieder Meilen bekommen. Ah, Meilen. Mal gucken. Marke Eigenbau. Wenn du viele Werkzeuge mit basteln. Okay. Obendrauf, also ärgere dich nicht, wenn mal etwas kaputt geht. Okay. So, dann fangen wir mal eben die 5 Fische hintereinander. Ich finde das schwer. aber wir probieren es mal.
Da hinten ist einer. Wer? Oh Gott, das könnte schon wieder ein Ei sein. Da habe ich ja schon wieder Lust drauf. Oh, was bist du? Oh, eine Makrele. Also eins. Eins hätten wir schon mal. Fünf nacheinander muss ich erwischen. Ja, fünf. Also einer. Eins. Einen haben wir schon mal. So, Fischis, komm zu Papa. Hier ist einer. Ah, hat er ihn gesehen? Ich glaube nicht. Jetzt aber. Oh Gott. Ach man, okay, wir müssen wieder von neu anfangen. Leute, ich bin echt nicht gut in sowas hier. Ich bin dann viel zu nervös. Und Augen zu kann ich auch nicht machen, weil ich habe hier irgendwie so eine Soundverzögerung drin, wenn ich das aufnehme. Ich weiß auch nicht wieso. So. Einen hätten wir schon mal. Einen Falterfisch. Sehr schön. Habe ich überhaupt so viel Platz im Inventar, bevor ich... Ja, Platz wird knapp, aber wir haben Platz. Hier haben wir auch noch einen. Zwei voll daneben. Hier, bitteschön. So, dann hätten wir schon mal zwei. Nummer zwei, genau, weiter so. Sehe ich auch so. Dann Sprungestabi. Und Angelchen. Oh, da ist ein größerer Fisch. Den haben wir auch drei. Ein Seebarsch, was auch sonst, ne? Was anderes außer Seebarsche gibt es ja hier nicht. Und ich habe irgendwas bei Meilen. Da gucke ich aber gleich nach. Ah, da hinten war ein Osterbaum wieder. Habe ich gesehen, habe ich gesehen. Machen wir gleich. Oh, hier ist noch ein kleiner Fisch. Oh, vier. Vier, vier, vier. Muss ich gleich den Typen erstmal wieder suchen. Wo war er denn nochmal? Am Strand war er, glaube ich, nicht. Weiß noch, gestern ist der Insektenheini durch den Wald gelaufen. Da habe ich echt lange gebraucht, den zu suchen. Beziehungsweise zu finden. So, habe ich. Sehr gut. Hab alle fünf. Auf zu Lumois. Nee, hier. Und Peng. Ein Ei, okay. Ein Ei. Den erfrage ich mir mal lieber. Der sieht echt schön aus. Komm mal her hier, Süßer. Oh, der ist schön. Oh, den hatten wir noch nicht. Regenbogenfalter. Oh, cool. Cool. So, jetzt haben wir auch Schaufeln. Aber haben wir überhaupt noch Platz? Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Oh, daneben. Ein Erdei. Und noch ein Erdei. Ne, Fossil. Okay. So, wo ist denn dieser Typ nochmal? Ich hab's tatsächlich vergessen. Hier ist er nicht. Da, nee, das Koala-Schirm. War der hier hinten? Da ist die Dingsy. Da ist der Hamster. Hier haben wir die Goldstelle. Oben war ja nicht, ne? Nee, oben bin ich ja nicht hergelaufen. Oben bin ich nicht hergelaufen, Leute. Da war er ja nicht. War er hier? Hier war er anscheinend auch nicht. Oh, ist das eine nervige Sucherei. Für mich wie gestern. Wie gestern. Hier, hier war er, stimmt. Hallo. Jo, was geht, du Kugelfisch? Wachsen dir schon Schwimmhäute hinter den Ohren? Jo, du hast schon die absolute Fünferfischzug-Serie hingelegt.
Gute Arbeit, wenn du die Angel auswirfst, vergeht jedem Lachs das Lachen. Selfie Time, bestanden. Alles klar. Jo, bei mir sitzen die Sterne jetzt besonders locker. Irgendwelche Frischfisch im Angebot? Und ob. Jo, dann zeig mal, was du da hast. Ich hab hier die hier alle, ey. Junge, wie viel gibt's mir dafür? 6000, ne? Jo, das sieht man ja. Wow. Toll. Klingt nicht so toll, Leute. Das ist ja fast gar nichts. Mann. Du bist ja gemein. Ich dachte, du gibst mir jetzt hier wirklich was Cooles. Und dann kommst du mir mit so einem Billigangebot. Das kriegst du noch hier. Beim Insektentyp dachte ich mir auch so, hä, was? Also so viel ändert sich da jetzt nicht. So, erstmal schön daneben. Und jetzt. Oh, ist das Geld? Nee. Schade. Schade. Aber ein Ei. Wir gucken mal eben hier in den Main rein. Fischen, bitteschön. Habe ich gemacht. Und sammeln den Kack hier auf. Mann, Otter, du hast mich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, ich krieg schon etwas mehr Geld, ja? Weil es waren schließlich irgendwie 6 Fische, ja? So pro Fisch 100. Gefühlt, habe ich von dir bekommen. Das ist schon leichte Abzocke, ja? Das kannst du niemanden, das kannst du mal hier glauben. So. So, die Parkuhr, ich weiß noch nicht, wo ich die hinstellen werde. Vielleicht, weil hier oben ist ja schon eine Uhr. Da braucht eigentlich keine Uhr hin. Ja, mal gucken. Vielleicht stelle ich die einfach unten irgendwo hin beim Eingang. Irgendwo hier. Vielleicht vom Baum. Hier platzieren. So, drehen wir mal schön. So. Oh, Pamela. Pamela ist zu Hause. Heißt, sie könnte vielleicht umgezogen. Also, sie zieht vielleicht um, weil ich sie die ganze Zeit genervt habe. Das wäre jetzt cool. Bitte, Paket. Komm, Umzugskartons. Oh, Pamela. Mann, ey. Zieh doch aus, bitte. Ich will dich nicht in meiner Stadt haben. Mann, wieso versteht die Olle das nicht? Ich verstehe es auch nicht. Oh, cool, ich habe eine neue Bastelanleitung. Oh, wahrscheinlich jetzt dieses Laub-Outfit. Ja, das Laub-Outfit. Okay. Ich habe auch gelesen, dass man die Eier vergraben kann. Warte. Für rüste ich mal die Schaufel aus. Dann gucke ich mal, ob da was dran ist. Vergraben. Nee. Okay. Nee, kann man nicht. Gut. Das war also ein Fake. Hä, warst du nicht gerade noch zu Hause? Nee, ne? Okay. Okay. Du warst zu Hause, ne? Ja. Hast ein neues Rezept für mich? Nee. Der hat sich sein Kissen angeguckt, ey. Super. Super. Ja, was machen wir jetzt? Ach ja, angeln können wir natürlich noch weitermachen. Ich habe noch nicht so viel Geld, dass ich den da ausbilden möchte. Du warst auch unterwegs. Ist ein Grashüpferchen. Hier ist auch niemand drin. Ist hier unsere Frau hier oben. Sieht man nicht? Sieht man es jetzt? Ja, die ist zu Hause. Okay, Marianne ist zu Hause. Nee, die hieß gar nicht so, ne? Ich glaube nicht. Aber was machst du denn da? Alles in Ordnung, Mauser? Lass uns quatschen. Ein weiterer Tag im Paradies oder wie ich es nenne, Nimmerland. Genau. Das sehe ich auch so. Na, was hast du angestellt? Lass uns plaudern. Hast du gehört, Sam aus dem weit entfernten Winterfall hat uns besucht? Ich meine, für einen guten Humus würde ich ja auch um die Welt reisen. Ah ja,
Ich habe hier ein bisschen angelegt, damit wir hier später eine Brücke drüber machen können. Genau. Genau. Also langsam. So, ich mache jeden Tag ein bisschen. Wenn ich irgendwas habe, was ich gerne machen würde, dann mache ich das auch. Hallo, Marianne. Nee, du, Anna. Fühl dich ganz wie zu Hause. Das mag eine seltsame Frage sein, doch ich bin neugierig. Weißt du, was Chihiro gefällt, wenn es um Sport geht? Oh nee, die mag keinen Sport. Die mag keinen Sport. Sie mag keinen Sport. Ja. Wir waren heute nicht bei Tom Nookchen, ne? Da müssen wir vielleicht auch mal hingehen, aber erstmal müssen wir was ausgraben. Bestimmt eh ein Erdei. Oder ein Fossil, weil die sind schon ziemlich nah beieinander. Dann gehen wir gleich noch zu Eugen. Das Insekt habe ich nicht verkauft, ne? Gut, 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 gut. Ich hatte schon kurz Angst. Oh, mein Magen knurrt. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich bin auch erst um 10 Uhr noch was aufgestanden. Weil ich habe mal gesagt, komm, Handy, ich schalte dich mal über Nacht aus. Ich möchte wissen, ob ich dann länger schlafe. So. Ja, das habe ich in der Tat. Zwar nur eine Stunde länger, aber eine Stunde ist eine Stunde länger. Ja, Rezept. Wieso bin ich mir nie hundertprozentig sicher, ob ich nun den Hammer nehmen soll oder nicht? Hey Moritz, was bastelst du denn? Also, ich stelle gerade ein Baumstammbett. Ein Baumstammbett. Gib mal her, Alter. Klaro, ich will's auch haben. Hey, also wenn wir beide schon Bescheid wissen, okay, dann kriegt die Anleitung halt wer anders. Nimm meine Anleitung, gib sie ein. Ach so, ich hab die schon. Oh, schade. Schade, schade. Ich habe mir jetzt sowas wie so eine Wildwasserbahn, so ein Baumstamm. Und statt den Sitzen ist da halt ein Bett drin. Und das wäre doch auch eine Idee, oder? Für eine Wildwasserbahn. Im Liegen. Ja, das ist schon ganz lustig. So, im Ausgraben. Ist ein Ei. Ah, oh, noch eine. Achso, jetzt kriege ich die Erdanleitungen. Sehr schön. Alter, es gibt viel zu viel dieser Erdanleitungen hier. Wozu zählt das eigentlich? Zählt das hier zu saisonale? Ja. Saisonale. eben nochmal gucken. Oh, da ist gar nichts hier. Selbst ist die Bewohner. Ja. 2000. Oh, super. Super, super. So. Hier haben wir noch was. Das ist auch wieder ein Erdding. Oh, ich treffe es nicht. Ein Fossil. Gut. Fehlt uns nur noch ein Fossil auf der Insel. Und das könnte hier sein. Aber ich glaube, hier ist ein Ei. Weil so nah aneinander. Na, weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. So, hier sind wir wieder fast zu Hause. Muss tatsächlich sagen, ich finde die Insel doch kleiner als erwartet. Ich dachte, die wäre vielleicht ein Ticken größer. Aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Da haben wir noch einen Schmetterling. Den würde ich ganz gern mitnehmen. Ein Kolibri-Falter, genau. Dann gehen wir hier mal runter. Runter, Schissfisch. Da ist auch nichts. Hier auch nichts. Dachte gerade, der Schmetterling fliegt durch die Wand. Durch die Wände. Campingplatz ist auch wieder keiner. Ich habe das Gefühl, da kommt nur jemand hin, wenn ein Haus leer ist. Ja, ich versuche ja. Oh, da hinten war. Hier. Ich versuche ja schon, dass hier Pamelle auszieht, ja. Und die Schweine, die sollen ja auch ausziehen. Aber irgendwie klappt es noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder da hinten ist noch ein Eierbaum. Oh, weg damit. Laubglückseier. So, wir gehen jetzt zu Eugen. Eugen, ich komme.
Ich komme und ich habe was ganz Tolles für dich. Sehr viele, boah, ich bin jetzt schon gespannt, durch die neuen Fische und die Insekten, die ich gestern hier hingebracht habe, wie das Museum jetzt aussieht. Aber wir gucken jetzt wirklich am 31. vorbei. Das finde ich irgendwie ein bisschen spannender. Ja, hier, bitteschön. Ja, nee, lieber nicht. Lieber nicht, Eugen, ja? Das machen wir ein anderes Mal. Genau, ein anderes Mal. Oh, kann ich hier noch irgendwie behilflich sein? Hier, Fossilien analysieren. 5 Stück habe ich sogar. Hier, bitteschön. Wow, das sind ja viele. Sehr schön. Ja, cool. Also da ist auf jeden Fall irgendwas dabei, was wir gleich spenden können. Etwas stiften. Wie viele können wir spenden? 1. Super. Zumindest 1, ey. Ja. Ich fände es cool, wenn es tatsächlich noch einen Archäologen geben würde, der dann zwischendurch zur Insel kommt und wo man dann auch seine Fossilien vielleicht etwas teurer verkaufen kann. Ist ja auch ganz cool. Ne, passt schon. Und dadurch wir hier die ganze Zeit Fossilien finden, könnte es sein, dass auf dieser Insel vielleicht mal Dinosaurier gelebt haben? Und zwar jede Art? Das müsste ja dann sein, ne? Weil, wieso sonst finden wir so viele Fossilien? Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich will was verkaufen. Was hast du denn anzubieten? Ja, ich habe hier ein paar Sachen. Ein T-Rex-Tor so zum Beispiel. Der ist richtig cool, Leute. Blaufroher-Tapete habe ich nur gekauft und Dingsy-Bums. Alter, mein Inventar ist so voll wieder. Das ist ja wieder nervig. Und da ist noch eine Makrele, die habe ich nicht gesehen. So, 10.000, wie viel? 16.000, super, dankeschön. Dankeschön und tschüss. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben viel und auch wenig gemacht. Wir haben den neuen Typen da kennengelernt. Achso, kenne ich schon. Das bringe ich dann eben mal runter. Für Besucher, falls sie das noch nicht haben. Aber ich glaube schon, dass sie das haben. Er gießt ja weiter die gleichen Blumen. Deswegen wachsen die auch nicht, weil die sind zu überwässert. Ablegen. Und ja, ne? Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao. Also ja, rechts ist das neueste Video und links die Playlist.